Moin, meine herzallerliebsten Freunde, die sowas hier machen und richtig geil finden. Richtig, ich meine nämlich genau die Flachzangen, die das unheimlich toll finden, im Internet irgendwelchen Jugendlichen oder auch Kindern richtig aufzulauern und die wirklich auf Übelste zu beleidigen, in ihrem Selbstbewusstsein einzuschränken, ja, auf Tiefste zu verletzen, seelisch gesehen, welche sich dann im schlimmsten Falle das Leben nehmen, ja, oder so verstört sind, dass sie dann zum Arzt müssen. Ganz genau, euch meine ich. Mir ist gestern ein Fall zugespielt worden, da geht es um ein 9-jähriges Mädchen, welches halt eben auch Internetspiele spielt, zwar unter Aufsicht der Eltern, ja, aber es gibt halt eben Spiele, die heutigen Spiele sind nun mal alle online, ja, jedes Kind ist mittlerweile online, eine gewisse Zeit, ja, auch unsere Kinder sind natürlich mal online. So, und dieses Mädchen ist in ihrem Online-Spiel gewesen, hat das gespielt und hat darüber mehrere andere Kinder kennengelernt, so aus ganz Deutschland. Anfänglich haben sie sich auch alle super verstanden, ja, waren super befreundet und die Eltern des Mädchens haben ihr dann gesagt, denk dran, das sind aber nur Menschen aus dem Internet, das sind keine richtigen Freunde, deine richtigen Freunde sind die, mit denen du draußen spielst, mit denen du zur Schule gehst und, was auch völlig normal ist, welche im Sportverein sind und so weiter. So, und dieses Mädchen hat dann auch gesagt, ja, das verstehe ich auch. So, und jetzt ist das im Endeffekt dazu gekommen, dass zwei dieser sogenannten Freunde angefangen haben, das Mädchen aufs Tiefste zu beleidigen, wie hässlich sie ist, wie fett sie ist und sie sollte sich das Leben nehmen, ja, solche Geschichten, sie sollte sich am besten erhängen oder erschießen und ihre ganze Familie besteht ja nur aus Bastarden und all so ein Kram. Und die Jungs, die das gesagt haben, sind selber irgendwie so um die 12 oder 13 Jahre alt gewesen. So, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, da fehlen einem wirklich die Worte. Die Eltern hatten natürlich gut zu tun, das Mädchen wieder aufzubauen, was gar nicht so einfach war, und haben sich dann an mich gewandt und haben gesagt, Mensch Sivi, wir sind sicherlich nicht die Einzigen, denen es so geht. Könntest du nicht mal eine Ansage an diese Leute machen, die halt eben sowas machen, auch wenn es Jugendliche sind oder selbst Kinder sind. Ja? Es gibt ja auch verrückte Erwachsene, die geben sich als Kinder und Jugendliche aus, mit dem Ziel, Kinder im Internet ausfindig zu machen. Ich erinnere euch nur an diesen einen, der da irgendwie, ich glaube in Amerika war das, die Kinder und Jugendlichen über Skype angeschrieben habt, also nicht per Videochat, und hat denen im Endeffekt erklärt, wie man sich selber umbringt. Und da sind dann auch 2, 3 Kinder gewesen, Jugendliche, die das tatsächlich dann auch gemacht haben. Diesen ganzen wundervollen Menschen und Freunden wollte ich einfach nur mal fragen, habt ihr einen am Abel oder was? Seid ihr beknackt? Das sind Kinder! Das sind Kinder und Jugendliche, mit denen ihr da redet! Selbst wenn ihr selber welche seid, ist mir scheißegal. Alter Schwede, doch, man kann doch keine Kinder dazu animieren, sich selber zu töten, zu verletzen, ja, oder diese psychisch runterzumachen. Seid ihr eigentlich nicht ganz dicht oder was? Ihr seid hohl wie Brot. Ihr sitzt bestimmt den ganzen Tag in eurem Zimmer, seid dick und fett, fresst den ganzen Tag nur Pizza und seid nur am Zocken oder was? Ich hab nichts gegen Dicke, aber das sind die Leute zum Beispiel, die dann sagen, hier, ich sehe aus wie George Clooney und ich habe auch ein dickes Bäuchlein. Aber ich mach die Fresse auf und zwar genau gegen solche Spinner, wie ihr es seid. Da krieg ich so einen Blutdruck, da, wenn ich sowas sehe und höre. Lass die Scheiße sein, verdammt nochmal. Außerdem, erstens, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und zweitens, heutzutage ist das so einfach, herauszufinden, wer ihr wirklich seid. Ihr könnt euch nicht mehr so einfach hinter eurem Nickname verstecken. Ob in irgendwelchen Spielen, in irgendwelchen sozialen Medien oder sonst was. Und wenn ihr selbst erwachsen seid und Kinder habt, wie würdet ihr das denn finden, wenn man es mit euren Kindern macht? Wäre ganz geil, ne? Würdet ihr euch bestimmt halt drauf heizen oder was? Ihr habt sie wirklich nicht mehr alle. Ihr seid die größten Spinner, die es gibt. Die unterste Lebensform überhaupt. Ihr seid doch nicht mal so viel wert wie der Dreck unterm Fingernagel. Ihr verdammten Lappen! Ihr seid wirkliche Spinner! Lasst euch dabei mal von mir erwischen! Dann kriegt ihr eine richtige Ansage, ihr Lappen! Meine Fresse nochmal! Hält doch keine Sau im Kopf mehr aus, doch!
Da krieg ich so einen Blutdruck, doch.